Damit ich es nicht wieder vergesse, wie die letzten Tage. Ja, das war nämlich ein bisschen, war irgendwie vor lauter morgens noch gucken, ob alles hier so passt, dann immer ganz vergessen, auf Aufzeichnen zu drücken. Aber gut, ist im Grunde auch nicht schlimm, denn es ist ja auch nicht, im Grunde ist ja der erste Gedanke auch nicht, dass man nachher die Aufzeichnung guckt, sondern dass man wirklich live dabei ist. Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir sind im Oktober schon angelangt und Wahnsinn irgendwie, gell, dass jetzt schon Oktober ist. Ich habe gestern schon kurz die Gunst der Stunde genutzt, denn der Oktober, insbesondere gestern war ja der 1. Oktober, sind immer so spezielle Tage und auch eine ganz spezielle Phase, denn Oktober ist immer so, steht immer unter dem Zeichen des Brustkrebs, so der Brustkrebsmonat. Und ich möchte jetzt hier gar nicht lange reden schwingen, also wer mich kennt, der kennt die Story, wer mich noch nicht kennt. Ich hatte ja selber Brustkrebs und wurde 2015 behandelt, habe da ausführlich drüber berichtet und dokumentiert. Das kann man alles nachschauen. Ich möchte einfach nur das nutzen und darauf hinweisen, dass ihr wirklich daran denkt, regelmäßig die Brüste selber abzutasten, weil es einfach so die beste Vorsorge ist im Sinne von, sobald man irgendwas erkennt, irgendwie merkt, dass was anders ist wie sonst, dass man es dann auch einfach untersuchen lässt. Und je früher irgendwas auch Negatives gefunden wird, umso besser ist eben das zu behandeln, umso größer sind die Heilungschancen. Und deswegen, ja, an dieser Stelle, kleiner Reminder an alle Frauen, die zuschauen, egal ob jetzt gerade live oder dann später, euch wirklich irgendwie einmal im Monat ein Date mit euren Brüsten zu machen, einen Termin im Kalender festzulegen und da euch einfach selber abzutasten. Und ja, das einfach zu tun, denn es kann einfach trotzdem jeden treffen. Es ist nichts, was mit dem Alter zu tun hat. Ich war 32 bei der Diagnose und ich kenne auch durchaus Jüngere. Also es ist, ja, kann man nicht pauschal sagen, liegt am Alter. Deswegen denkt da einfach bitte dran. Dankeschön. Gut, heute Morgen möchte ich mit euch ein bisschen mit Yoga in den Tag starten. Ein kleines bisschen unseren Körper, unseren Oberkörper hier wieder mobilisieren. Ich bin immer noch dabei, für mich rauszufinden, ob ich es auch irgendwie möglich machen könnte, quasi Ganzkörper-Yoga mit euch zu machen, also dass wir hier mit der Matte, auf der Matte das machen. Das weiß ich noch nicht genau, wie ich es hinkriegen könnte, dass ihr mich gut seht, gut hört und dass ich trotzdem auch genug Platz hier um mich herum habe. Also da bin ich dran, vielleicht wird es auch mal irgendwann klappen. Ansonsten bis dahin bleiben wir einfach bei dem Yoga im Sitzen, Yoga auf dem Stuhl. Da gibt es ja auch viele Möglichkeiten. Und für die meisten von uns ist es ja auch so, dass wir den ganzen Tag im Sitzen zubringen, dass wir sitzende Berufe haben, sei es im Büro, sei es, dass wir am Computer sind. Also ich selber verbringe relativ viel Zeit am Computer dafür, dass meine eigentlichen beruflichen Tätigkeiten gar nichts mit dem Computer zu tun haben. Hat man einfach doch viel Zeit, die man davor verbringt für Blogbeiträge und Videos und so weiter. Oder auch, wenn man in einem sozialen Beruf arbeitet oder im Gesundheitswesen oder so, dann hat man ja auch häufig den ganzen Tag mit irgendwelchen komischen Haltungen zu tun. Also deswegen, ich finde so der ganze Oberkörper-Schulterbereich oder auch insgesamt so das, was man im Sitzen tun kann, ist schon auch eine ganze Menge. Gut. Und wir starten. Deswegen auch im Sitzen. Ihr könnt euch entweder im Schneidersitz hinsetzen, im kreuzbeinigen Sitz. Das ist eigentlich auch wie der Schneidersitz, nur dass die Füße nicht untereinander, sondern nebeneinander sind. Ihr könnt aber auch gerne auf dem normalen Stuhl sitzen und die Füße einfach vorne nach unten stellen, auf den Boden abstellen. Und ihr könnt euch auch gerne hinten am Sofa oder am Stuhl, an der Stuhllehne anlehnen. Also ihr müsst nicht hier frei sitzen, ihr könnt euch auch hinten anlehnen, wenn es für euch erstmal bequemer ist. Im ersten Moment und in der Bewegung selber werdet ihr dann einfach merken, wie viel Platz ihr um euch herum braucht. Genau. Dann schließ jetzt erstmal deine Augen und richte dich nochmal für dich in deinem Sitz ein. Wackel so ein kleines bisschen auf den Sitzbeinhöckern hin und her und guck mal für dich, ob du gut so sitzt. Und sonst verändere vielleicht hier noch was an der Position. Richte deinen Oberkörper auf, mach dich lang und du kannst die Schulter mal nach oben ziehen und nach hinten und nach unten langsam kreiseln.
Du kannst die Hände dafür auf deine Knie ablegen, auf den Oberschenkeln oder auch in deinem Schoß. Jetzt verbinden wir das Schulterkreisel mit der Atmung. Mit der Einatmung kreiseln wir nach oben, nach hinten, mit der Ausatmung nach unten. Zwei, dreimal. Und dann lass hier jetzt die Schultern ganz tief nach unten sinken. Und lass vorne dein Kinn ein bisschen zur Brust fallen. Mach deinen Nacken dadurch ganz lang. Nun nimm auch hier einen tiefen Atemzug. Komm jetzt erstmal ganz hier bei dir an, an diesem Dienstagmorgen, an diesem neuen Tag. Richte deine Aufmerksamkeit ganz in dich selbst. Sei ganz bei dir. Beobachte deinen eigenen Atemrhythmus. Beobachte deinen Körper. Beobachte deinen Bauch und deinen Brustkorb, wie die sich bei jedem Atemzug auf- und abbewegen. Und mit der nächsten Ausatmung beginnst du nochmal deine Schultern zu kreiseln. Atmest nochmal tief ein und mit der Ausatmung öffne deine Augen. Und wir starten mit der heutigen Yoga-Praxis. Und so kannst du erstmal die Hände vorm Brustkorb zusammenlegen. Heb die Ellbogen an der Seite nach oben und jetzt drück hier deine Handflächen ganz fest aneinander. Richtig fest, richtig mit Druck. Und lösen, locker lassen. Und noch einmal Ellbogen heben, sodass die ganz in einer Linie hier sind. Und die Hände vor dem Brustkorb zusammendrücken. Und lösen. Und noch einmal die Hände heben und vor dem Brustkorb zusammendrücken. Richtig hier Spannung aufbauen. Und mit der Ausatmung lösen. Wir bringen die Arme an die Seite und mit der Einatmung heben wir die Arme nach oben, sodass die Handinnenflächen sich anschauen. Also einatmen nach oben. Lassen hier die Schultern tief sinken. Atmen nochmal ein und lassen die Arme nach oben, nach außen gleiten. Ihr könnt dazu dann gerne die Handinnenflächen so drehen, also so nach oben, so nach unten. Nochmal einatmen, Schultern gleich tief lassen und ausatmen über die Seite. Einatmen nach oben, Schultern tief und ausatmen wieder über die Seite nach unten. Und noch einmal einatmen nach oben, Schultern tief und ausatmen nach unten. Sehr gut. Wir kommen in ein abwechselndes Schulternkreiseln, also abwechselnd links, rechts, nach hinten. Und richtig den ganzen Oberkörper hier mitnehmen.
und mobilisieren einfach nochmal die ganzen Schultern hier durch und kommen zur Mitte zurück. Legt die Hände vorne auf die Knie oder auf die Oberschenkel, ist auch egal, ob ihr wie gesagt im Kreuzbeining sitzt oder auf dem Stuhl sitzt, und legt einfach die Knie hin und dann lasst ihr euch nach hinten sinken. Also ihr haltet euch mit den Händen an den Knien fest, ihr kommt nach hinten, macht einen richtig runden Rücken. Mit der Einatmung schiebt ihr das Brustbein nach vorne, kommt richtig weit nach vorne, macht so eine Art Hohlkreuz. Mit der Ausatmung nach hinten sinken lassen. Einatmen nach vorne, Brustkorb öffnen. Ausatmen nach hinten. So eine kleine Katze-Kuh-Variante, falls du das kennst. Einatmen nach vorne. Ausatmen nach hinten. Nochmal einatmen vor. Ausatmen zur Mitte zurück. Wir atmen ein, heben die Arme nochmal nach oben. Das kennst du ja schon. Schultern tief sinken lassen. Und mit der Ausatmung drehen wir uns jetzt zur rechten Seite. Und wir stellen dabei die rechte Hand hinterm Gesäß auf und legen die linke Hand auf das rechte Knie oder auf den rechten Oberschenkel. Und wir drehen uns komplett mit dem Oberkörper und auch mit dem Kopf nach hinten. Ich drehe mich auch gleich rum. Und spüre hier in die Drehung, in die erste Bewegung in der Wirbelsäule hinein. Versuch mal ganz genau hinzuspüren, wo die Drehung jetzt gerade stattfindet. Lass den Atem dabei tief weiter fließen. Und mit der nächsten Einatmung hebst du die Arme nach oben. Mit der Ausatmung drehst du dich nach vorne, lässt die Arme nach unten sinken. Rollst hier kurz mit den Schultern, lässt deine Wirbelsäule wieder ganz in der Mitte ankommen. Und mit der Einatmung Arme nach oben bringen. Ausatmen, wir drehen uns nach links. Die linke Hand hinten hinterm Gesäß aufsetzen, die rechte Hand auf das linke Knie, auf den linken Oberschenkel. Und der ganze Oberkörper und Rücken dreht sich nach hinten, der ganze Kopf geht mit. Versuch die Hand hinten möglichst nah ans Gesäß zu bringen, dass der Rücken aufrecht bleibt, dass du nicht nach vorne und nicht nach hinten umkippst. Spür hier in die Flexibilität deiner Wirbelsäule und mach dir ganz bewusst, dass sie trotzdem stabil bleibt. Der Einatmung die Arme heben, ausatmen nach vorne drehen, Arme nach unten sinken lassen. Roll hier nochmal die Schultern, kreise die Schultern nach hinten. Und dann kannst du dich einfach hier nach vorne, nach unten sinken lassen. Du kannst die Finger entweder vor dir so aufstellen, also auf dem Sofa, oder wenn du auf dem Boden sitzt, auch auf dem Boden. Und kannst dich dann, ich mach's mal so, kannst dich dann von hier einfach nach vorne fallen lassen. Wenn du auf dem Stuhl sitzt, kannst du auch ganz vorne an die Stuhlkante gehen und kannst dich an der Stuhlkante wirklich richtig nach vorne über den Stuhl sinken lassen. Ich schiebe dich mal so ein kleines bisschen hier zurück. Also wirklich nach vorne sinken. Sehe ich noch ein Bild? Und versuche hier ganz locker zu lassen. Einatmen, roll dich langsam nach oben auf. Ausatmen, Schulter nach hinten tief. Und die Vorbeugen, das war eben eine kleine Variante von der Vorbeuge, die sind immer, stehen auch immer für das Loslassen, also für dieses sich einfach hängen lassen wirklich. Und sind auch in übertragener Sicht so ein bisschen, kann man die Geduld auch damit üben.
Denn häufig sind wir da ja sehr ungeduldig und möchten jetzt gern weiter und möchten noch mehr und wirklich da versuchen, eigentlich sich fast passiv einfach in die Dehnung hängen zu lassen. Genau. Wir verschränken die Hände und drehen die Handinnenflächen nach vorne und schieben mal richtig weit die Hände nach vorne. Also richtig hier die Schultern auseinanderziehen. Mit der Einatmung nach oben. Ausatmen nach vorne. Einatmen nach oben. Ausatmen nach vorne. Und spür mal richtig hier in die Schulterblätter rein, die sich bewegen bei dieser Bewegung. Genau. Einatmen nach oben. Merk, wie sie sich zusammenziehen. Und ausatmen nach vorne. Sie gehen wieder auseinander. Du kannst lösen. Und wir machen noch was Kleines mit den Händen. Wir verhakeln die so. Ähnlich wie ganz am Anfang, nur dass wir jetzt nicht zusammen drücken, sondern hier auseinander ziehen. Auch hier ziehen die Ellbogen auseinander, die Finger ziehen auseinander. Und lösen. Ganz, ganz locker lassen. Und noch einmal auseinander ziehen, so gut wie es geht. Und lösen. Und ein drittes Mal. Auseinanderziehen, ganz weit machen und lösen, lockern. Und wir werden noch ein ganz kleines Stückchen zum Schluss unseren Nacken ein bisschen dehnen, indem wir einfach den Kopf nach vorne sinken lassen, den Nacken hier ganz lang machen. Und ihr könnt von hier das Kinn ganz langsam mal zur linken Seite bewegen. Und dann wirklich hier die Dehnung im gesamten Hals-Nackenbereich spüren. Zur Mitte zurück. Und zur rechten Seite. Und zur Mitte zurück. Noch einmal nach links. Zur Mitte zurück. Und nach rechts. Und zur Mitte zurück. Und von hier langsam den Kopf nach oben heben. Und das war unsere kleine Yoga-Praxis am Morgen. Namaste. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wie immer morgens machen wir noch eine kleine Dankbarkeitsmeditation, also dass wir wirklich noch einen kleinen Moment die Augen schließen, nochmal der ganzen Yoga-Praxis auch nachspüren, aber auch nochmal in dieses, einfach die Gedanken auf das zu lenken, was wir schon haben, in diese Dankbarkeit zu gehen und sich wirklich entweder im Kopf die Dinge aufzuzählen, für die man gerade dankbar ist, die ganzen Kleinigkeiten, die jeden Tag so passieren, oder auch in das Gefühl gehen, einfach in dieses Gefühl, was man einfach fühlt, in dieses Gefühl von der Dankbarkeit über diese Sache, dass es so ist, dass es uns auch so gut geht. Und da möchte ich dich gerne einladen, nochmal ganz gemütlich dich hinzusetzen, die Hände locker auf die Knie, auf die Oberschenkel. Und dein Kinn so ein bisschen Richtung Brust sinken lassen, die Augen nochmal schließen. Und spür für einen kleinen Moment nochmal deine Praxis nach. Spür nochmal in deinen Körper. Geh nochmal in diese Verbindung zu deinem Körper. Wie fühlt sich jetzt alles an? Wie fühlt sich dein ganzer Schulter-, Nackenbereich an? Dein ganzer Oberkörper? Und geh dann für dich in dieses Dankbarkeitsgefühl oder zähl dir im Kopf, in deinen Gedanken Dinge auf, für die du dankbar sein kannst, für die du jetzt gerade dankbar bist.
Und dann atme hier noch einmal ein. Und mit der Ausatmung öffne deine Augen. Und sei wieder ganz im Hier und Jetzt. Und ich hoffe, ich wünsche dir, dass du ganz, ganz viele Dankbarkeitsmomente für dich hast. Und bevor ich dich jetzt in den heutigen Tag entlasse, habe ich mir heute noch mal was Besonderes überlegt. Ich habe gedacht, ich ziehe heute mal noch eine kleine Affirmationskarte aus diesem Körper- und Seele-Set von der Louise Hay. Und gebe euch hier noch eine kleine Affirmation mit auf den Weg. Und die Botschaft lautet, das ist immer eine kurze und eine lange, ich lese euch beides vor. Ich liebe das Leben. In Fülle zu leben ist mein Geburtsrecht. Ich gebe dem Leben, was ich mir von ihm wünsche. Es ist schön, lebendig zu sein. Ich liebe das Leben. Schön. Eine sehr schöne Karte. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen Tag voller Fülle, einen Tag voller, dass euer Leben weiß, dass ihr es liebt. Und freue mich, wenn ihr auch morgen hier wieder dabei seid. Morgen ist Feiertag. Und ich habe noch überlegt, ob ich es dann ausfallen lasse, aber dann dachte ich mir, nein, ich mache es trotzdem. Ich möchte gerne diese Woche schön jeden Morgen mit euch verbringen. Ich bin gespannt, ob morgen überhaupt jemand da ist. Von daher freue mich super, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Dürft das natürlich auch gerne weiterempfehlen an eure Freunde, Bekannten, Verwandten, an Menschen, die ihr mögt oder vielleicht auch an Menschen, die ihr nicht mögt, wo ihr denkt, dass das für die auch gut sein könnte. Und ansonsten, wie immer, folgt mir einfach gern bei Instagram. Da gibt es den ganzen Tag eigentlich viel zu sehen, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie ich dazu komme, wie viel ich auch zu tun habe. Und gibt es auch jeden Tag wirklich Posts mit Mehrwert, mit Inspiration. Und ihr könnt euch auch gerne für meinen Newsletter anmelden. Also da gibt es einmal die Woche auch noch zusätzliche Infos auf christineraab.de/soulbeauty. Und egal wo, ich bin mir ganz sicher, wir bleiben in Kontakt, wir bleiben in Verbindung und freue mich, wie gesagt, wenn wir uns auch morgen wiedersehen. Bis dahin wünsche ich einen wunderschönen Tag und ich liebe das Leben. Bis morgen.